Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Season 1. Mit dabei die alten Chaoten, so wie immer. Das stört ihn nicht. Ich hasse dich ganz doll. Naja, wie dem auch sei. Alle Chaoten mit dabei. Arna aka Real, Fabian aka Farbegräun und Max aka Stochen. So. Bla. Oder grün oder wie auch immer, ist mir egal. Ja. Arne. So. Was? Trollst du jetzt immer noch so viel wie letztes Mal? Fang gefälligst an. Was ist mit dir? Trollst du jetzt immer noch so viel wie letztes Mal? Überlege ich mir noch. Das ist situationsabhängig. Fang an. Guter Mann. Du musst vernünftig spielen. Hups. Ich meine, wenn es sich anbietet, vielleicht. Ey. Wir sind alle friendly. Und da du Nichols heißt und oft neben mir stehst, ist es sehr häufig. Ey. Warum? Ich meine, ihr alle habt euch schon irgendwas aufgebaut und was richtig gefarmt. Ich habe nur so ein komisches Haus, auf dem mir Nichols mein Metall geklaut hat. Ja, aber ja, das gebe ich dir zurück. Mein Haus. Und was hab ich denn? Ich verbringe meinen Lebenssinn damit, einfach Nickel zu trollen. Das ist meine Aufgabe. Ist ja fies. Ich glaube, ich hol mir bald so einen Skin irgendwie so mit so einem Trollface auf meinem T-Shirt. Ich muss aber sagen, ich hab auch noch nichts aufgebaut. Ich hab nur halt Höhle mit allem. Max, wenn du was aufbaust, ist das immer eine Höhle. Ja, weil es ist immer eine Höhle. Sehr gut. Oh, Max braucht einen Unterschlupf. Ich brauche nur eine Schaufel und einen. Außerdem, Arne, ich bin ja auch zigtausend Mal gestorben. Und habe ich immer wieder aufgerafft. Ja, am Anfang bist du ganz oft gestorben. Ja, weil ich musste immer wieder von vorne anfangen. Hinten reingeschoben wurde. Das Einzige, ich habe mir jetzt von Max ein paar Keks genommen, weil er nett ist. Ja, weil ich ihm geholfen habe, bei seinen Weizen aufzubauen. Ja. Ich habe ganz zu Beginn der Season, habe ich dir ein oder zwei Stacks Eisen gegeben. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich so... Dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Und dann hast du einen Baum auf meinem Haus. Und dann kam the tree. Ich habe gerade in meinem Kopf so ein Szenario, so eine Filmidee, weißt du? The tree. Ich meine, meine Dankbarkeit ist auch nicht zu stoppen, aber ich muss meiner Dankbarkeit ja auch irgendwie Ausdruck verleihen, ne? Weißt du, kennst mich ja, Nichols. Nee, ist klar, ich merk's. Klappt super. Mit Dankbarkeit und so. Oh, da ist ein Schwein. Ich weiß bloß manchmal nicht, wie ich meine Dankbarkeit am besten zum Ausdruck bringe. Ein Schwein! Das wird halt durch verschiedene Sachen gemacht. Ob ich nun Max beim Samen aussehen helfe. Oder das wurde jetzt nochmal betont. Oder ob ich einfach Nichols einfach mal den Ast auftrolle, sag ich mal. Ja, danke. Wenn ihr versteht, wie willst du denn das anstellen? Was ich meine. Ich versteh's nicht. Naja, wir verstehen. Ja. Okay, ich hab diesmal kein Bier, allein ist es schon tragisch. Ich fang jetzt mal an, ein Nether-Portal zu bauen, glaube ich. Guter Mann! Sehr guter Mann. Im Nether fange ich an, mir was aufzubauen. Im Nether baut er sich was auf, what the fuck? Okay. Ich muss ein neues Leben anfangen. Im Nether. Erstmal bräuchte ich dafür Lava. In Hell, Alter, in Hell. Da ist ein Zombie mit einem Knochen in der Hand. Was für ein Knochen? Ein Knochen, ganz Knochen. Ist der schön lang? Er ist weiß. Oh. Ist der Knochen lang, Alter? Ja, Arne mag sowas, deswegen. Deswegen wollte er das jetzt genau wissen, ja. Und warum? Ja. Hier ein Tor, da ein Tor, da ein Tor. Mehr Informationen. Verdammt, ich brauche noch ein Tor. Max und ich stehen noch auf lange, knochige Teile. Oh Gott, Moment. Ich habe damit nie von. Lass uns da nochmal intervenieren. Was, Max? Du hast ihm davon nie erzählt, oder was? Ich habe damit nie von mir gesprochen. Achso, okay, gut. Das wird das hier ganz bunt. Oh, da kommt ein Zombie mit dem Schwert, Max. Ist ein Knochen, Arne. Ein Knochen. Ein Knochen. Das ist voll komisch. Sobald ich die Aufnahme bei Fraps starte oder gestartet habe, leckt Minecraft so ein bisschen. Das ist interessant. Ich schlag ihn jetzt mit der Karotte. Ja, los, Arne, hau ihn mit Karotte. Ich meine, mit einer Karotte. Arne, bitte. Oh. Vielleicht gucken Kinder zu. Höchstwahrscheinlich gucken Kinder zu, aber Arne, Aua. Bitte. Jetzt kommt der. Scheiße. Ich hab die nicht veganen Zombies aufgeregt. Jetzt kommt der mit einem Stück Fleisch und will mich verprügeln. Die nicht veganen Zombies. Mein Bruder, er mag auch kein Gemüse. Das ist schon wieder Part, heißt die nicht veganen Zombies. Den Zombie mochte. Das bleibt mir noch mir überlassen. Muhaha. Und ich werde mir das sowieso nicht angucken. Das können wir alle. Also gut, dass ich mich in den Kanal einloggen kann. Ich wollte gerade sagen, drei Viertel von uns können das ändern. Scheiße. Tja, das ist das Filtern, oder?
Oh, hat der Kalamax das nicht ändern? Oh, wieder Rille. Buhu, Max, du bist scheiße, buhu. Er ist so wie bei Gronk, Alter. Der Sergeant Rumpel, auf dem immer rumgetrampelt wird. Max, Gronk? Tut mir leid. Wer sei denn mit dem Gronk? Er kennt eine Gronk. Hat eine komische Stimme. Das darfst du dir nicht sagen, Max. Ja, Max ist ganz falsch. Er findet, dass Gronk eine komische Stimme hat. Steigt ihn runter. Gut, dass wir keine Kommentare von Flamer haben. Wenn ihr wollt, dass wir Max im nächsten Part steinigen, schreibt es bitte in die Kommentare. Naja, ihr könnt mir einfach eine PN schreiben und ich schicke euch dann Max persönliche Hausnummer, was auch immer. Und dann könnt... Das werde ich bis dahin noch rausziehen. Und dann könnt ihr sie an Gronk senden. Schwein, komm her! Aber ich werd zu Gronk jetzt nicht mehr Gronk sagen, ich sag jetzt mal Gronk. Gronk. Ach, auf Karotten reagieren Schweine? Ich dachte auf Kartoffeln. Ich dachte auf Karotten. Das ist schon so eine Kartoffel, Alter. Die Schweine stehen halt auf deiner Karotte. Komm her, du Schwein. Ja. Komm her, du Sound. Ja, komm, du willst es doch auch. Ich kenne dich doch, Schwein, du willst es doch. Nein, nicht in dem Scheiß. Okay, das Tor war eine Fehlinvestition, die Schweine kommen dann nicht durch. Jetzt geht's. Komm hier rein in dein Gehege, es ist wunderschön klein und überhaupt nicht artengerecht. Oh Gott, sogar das Schwein leckt. Komm jetzt, komm her. Was? Komm her, Piggy, komm her. Komm her, jawohl. Okay, eins haben wir. Bitte was? Wie willst du denn das machen mit dem Portal? Ja, ich suche mir jetzt Lava und dann mache ich das halt. Ja, gießt du es oder hast du eine Diamantspitzhacke? Gießt du eine Diamantspitzhacke? Ja, man kann ein Portal gießen, was ich auch erst sehr spät gelernt habe, dass man so ein Ding gießen kann, theoretisch auch. Klingt witzig, Max kennt sich ja bei Samen und Gießen aus, ne? Oh, bitte. Weißt du, wenn du denkst, das Niveau, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Arne her und streift dich über wie eine Lümmeltüte und... Ja, Arne, mach und weiter weiß ich es nicht. So, ich habe mein zweites Schwein. Was möchtest du denn machen? Karotte. Ich suche Lava. Buddel du mal hier nach rechts einfach? Ich buddel geradeaus weiter. Ich suche nach Lava. Wenn ich welche finde, hörst du es an dem Schreien. Komm her, Schwein. Kann dir auch einen Eimer mitgeben. Ich habe auch noch drei Eimer. Könnt ihr euch abholen, wenn ihr braucht. Ja, Anna, hinter dir ist ein paar Eimer. Nein! Du hast noch Fackeln. Eine habe ich. So. Hier hast du nochmal 10 Fackeln. Fackeln! Aber Kühe ist nicht drin, wa? Ein Zombie. Also wie gesagt, wenn ich Lava finde, hörst du es an dem lauten, qualvollen Todesschrei. Ja, das steht dann auch da. Ja, wir lesen es ja dann auch. Hier ist Sonic, zweite Zimmer mit Lava. Dum dum dum. Boah, ich weiß nicht. Adventure Maps kennt es ja. Direkt unter einem Lavasee raus. Das ist so scheiße gewesen. Ja, und vor allen Dingen war das nicht da, wo du dich dann in alle Richtungen gegraben hattest? Also. Der ist halt so dein Ernst, der ist alt, Arne. Der ist so alt. Fonny, hast du schon zu Beginn der Season gebracht, du Vogel. Der klappt nur einmal. Ich weiß, aber Max hat mich gerade wieder daran erinnert, dass musste ich noch mal. Arne, ich glaube, hier ist irgendwie... Oh, hier ist Eisen. Ja, hab die Höhle gefunden. Der findet sowieso mal alles, der Strohhund. Das ist unglaublich. Oh nein, Wasser. Da ist schon... Leute, da ist nicht wieder ein Dungeon. Kann es nicht sein. Du willst mich verarschen, oder? Das darf nicht sein! Das geht gar nicht. Kann das nicht sein hier, in die Richtung. Oh, das sind Bücher, da hinten sind Bücher! Ach, hier! Dann seid ihr im gleichen Dungeon, oder? Ja. Ja, bist du den Gang runtergegangen, den ich. Nein, ich hab ein extra Ding. Aber weißt du, das wäre so wieder typisch, Max. Oh, ich finde ein Dungeon, davon gibt's nur 3 Stück auf der gesamten Map und ich hab gleich 2 nebeneinander. Hallo, es kann. Na, genau so siehst du aus. Und dann Maggie stinkst du auch noch. Aber ich glaube, ist das nur drin? Mit Maggie macht das Kochen Spaß. Habe ich gestern gemacht. Ich habe mir gestern so einen fertigen Hühnernudeltopf gemacht. Ich habe erstmal schön nochmal Maggie Hühnerbouillon reingegossen, extra rein. Da hatte ich quasi doppelt Hühnersuppe. Ich glaube, das ist der Dungeon, wo wir schon. Ich weiß, Fabian, danke, dass du mich daran erinnerst. Warum ist da eine Tür in der Luft? Weil sie es kann. Richtig. Das. Au! Das geht. Silberfisch. Nein, Silberfisch. Ey, da ist Silberfisch, er ist Silber. Ja. Der haust mich gerade einfach nur. Was? Würde noch nie mal. Ein Blatt mit einem verzauberten Bogen und ein Creeper, Arne. Oh. Blatt!
Aua, aua!